Das Kinderhilfswerk Plan bringt eine einzigartige Ausstellung in die Museen Deutschlands. Weil wir Mädchen sind, entführt die Besucher nach Afrika, Asien und Lateinamerika. Schirmherrin ist Senta Berger. Das ist ein bisschen der Sinn der Ausstellung, dass wir auch nicht vergessen dürfen, dass der Großteil der Mädchen, der Großteil der Frauen in einer unterprivilegierten Stellung lebt. In den Regionen warten Genebou, Asha und Jocelyn. Die Reise in die Heimat der drei Mädchen beginnt am Schicksalsrad. In Indien zeigt Asha zum Beispiel die offene Kochstelle ihres Hauses und berichtet von überraschenden Wahrheiten aus dem Alltag indischer Mädchen. Alles am Boden statt. In der Mitgifttruhe sind Gegenstände, die ein indisches Mädchen bei der Hochzeit in die Familie ihres Ehemannes einbringt. Eine Art Memory-Spiel informiert über die Kinderrechte. In der Sahelzone können die Gäste selbst einen Eimer Wasser auf dem Kopf transportieren. In gesonderten Kammern werden Kinderrechtsverletzungen angesprochen, die insbesondere Mädchen betreffen. Nur wer möchte, geht hinein und erfährt Näheres, zum Beispiel über die alltägliche Gewalt gegen Mädchen und Frauen in Südamerika. In den Anden hören die Besucher bei einer virtuellen Busfahrt Jocelyn und ihren Freundinnen zu und erleben den nachempfundenen Markt einer kleinen Stadt in den Bergen. Allein oder in Gruppen? Weil wir Mädchen sind, eignet sich für Besucher ab 8 Jahren. Plan gibt Kindern eine Stimme. In dieser Erlebnisausstellung besonders den Mädchen.